Der Corona-Krise fällt jetzt auch der CDU-Bundesparteitag zum Opfer. Das für den 25. April geplante Treffen wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Das will Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem Vorstand empfehlen. Auf dem Parteitag sollte eigentlich ihr Nachfolger an der Parteispitze gewählt werden. Bislang kandidieren Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen für den Posten des CDU-Chefs. Der Parteitag soll nun erst abgehalten werden, sobald die epidemische Lage dies gestatte, erklärt Kramp-Karrenbauer. Sicherheit und Gesundheit der Menschen hätten höchste Priorität. Die scheidende Parteichefin hat die Entscheidung zur Verschiebung des Parteitags nach eigenen Angaben mit allen Vorsitzkandidaten abgestimmt.